So, heute ist Samstag, der 16. Mai. Und das letzte Mal waren wir hier, glaube ich, am Donnerstag. Und seither ist ein bisschen was passiert, keine großen Sprünge mehr. Aber das letzte Mal war eben hier noch Aushubmaterial rumgelegen. Und auch der Bagger war noch da. Der wurde jetzt mittlerweile abtransportiert, hat die restliche Erde da eben herausgehoben. Wir haben ja auch hier jetzt noch den Erdhaufen, der dann wieder verwendet wird, um das Ganze zuzuschütten. Und es ist heute herrliches Wetter, strahlend blauer Himmel. Richtig schön angenehm, sich das mal hier jetzt in Ruhe anzuschauen. Ist auch schön ausgetrocknet. Und die Baugrube selbst schaut nach wie vor relativ groß und mächtig aus. Aber man muss natürlich bedenken, dass das halt die Bodenplatte dann unten wahrscheinlich immer 1 Meter oder 1,5 Meter nochmal nach innen versetzt wird. Und dann auch oben natürlich dann 2 Meter wahrscheinlich zugeschüttet werden. Insofern wird das alles dann wieder relativiert und deutlich kleiner werden. Aber wir sind jetzt hier, haben halt den ersten Schritt jetzt gemacht, können jetzt dann uns auf die Bodenplatte freuen. Die soll jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen eben vorbereitet und ausgegossen werden. Und darauf wird dann der Keller gestellt. Die Außenwände sind Fertigelemente. Und da haben wir jetzt mitbekommen, dass es das da wohl Verzögerungen im Werk gibt. Und das Ganze jetzt von Stand heute, wo wir noch davon ausgehen müssen, dass es das 4 bis 6 Wochen dauern wird. Insofern werden wir jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen uns um die Bodenplatte kümmern können und müssen dann aber 1 bis 2 Wochen warten, bis man halt dann auch die Außenwände aufstellen kann. Einen riesen Erdhaufen haben wir hier. Und was auch noch fehlt, ist das Ausheben eines Grabens. Also der Technikraum wird sich in dieser Ecke hier befinden. Und da muss eben noch ein Graben ausgehoben werden mit einer Verbindung nach vorne, wo eben die Leitungen dann anliegen, beziehungsweise wo eben die Leitungen anfangen und aufhören. Und das muss entsprechend verbunden werden mit Leerrohren und so weiter. Da kommt, soweit ich weiß, eben ein kleiner Bagger, so ein Mini-Bagger ins Spiel, der noch angeliefert werden muss. Und das soll auch in den nächsten Tagen noch passieren. Ansonsten wunderschönes Wetter heute. Und wir schauen uns das jetzt einfach nur in Ruhe mal an und werden dann den Bericht oder werden auch wieder in den nächsten Tagen dann wieder berichten, wenn eben hier was passiert. Bis dann!